Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum SCB Verse Report. Ja, da sind wir wieder. Die Woche ist rum. Schöne Pfingsten hast du gehabt. Ja, ich hoffe du auch. Ja. Wir haben uns nämlich nicht gesehen. So ist es. Wir hatten wunderschöne Pfingsten. Ich hoffe, ihr hattet die auch da draußen, auch wenn das Wetter nicht so hervorragend war. Nee, nicht so geil. Gehofft, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr habt die Feiertage genossen. Und daher sind wir auch direkt frisch jetzt mit dem nächsten SCB Verse Report für euch da. Und natürlich gehen wir jetzt erstmal zu unserem Hot Topic. Ja, ja. Worum soll es wohl gehen? Was war das? Ich warte und warte und du wartest und wartest und wir alle warten auf Patch 2.4. Was ist da los? Genau. Ja, was ist da eigentlich los? Das ist der Punkt. Wir wollen euch. Wir sind jetzt bei F. Genau. Die freaking warten. So ist es. Ja, wir haben uns jetzt das Hot Topic genommen, um euch zu informieren, wie es jetzt hier weitergeht. Also das heißt, bis der Patch 2.4 live geht, werden wir euch im Hot Topic ständig darüber auf dem Laufenden halten, was ist jetzt der aktuelle Stand, was gibt es Neues und wie weit ist denn jetzt die Arbeit da dran? Ja, und da gab es viele Infos dazu. Genau, und zwar sind ja die Evocati-Tester fleißig dabei, also im PTU, ne? Und die haben 1100 Bugs bisher gemeldet. Es gab schon 6 Patches. Wie gesagt, wir sind jetzt bei F. Und die sogenannten Evocati-Tester, also es ist ja diese kleine Gruppe von Testern, die nichts verraten dürfen, genau, die diesen NDA, also den Non-Disclosure Agreement Letter quasi unterschreiben mussten, dass sie halt nichts verraten, wenn sie was entdecken oder nicht entdecken und wie was läuft und so. Genau. Aber ein paar Infos sind trotzdem irgendwie immer mal so durchgesickert. Na klar. Genau, also es gab zumindest 94%, die daran teilgenommen haben oder fleißig immer noch aktiv sind. Und darauf steht natürlich RSI total. Ja, definitiv. Das ist der Grund im Endeffekt, warum sie es jetzt auch erstmal so weit da durchziehen werden. Es gibt 94% Beteiligung von den Leuten. Das bedeutet, da ist ganz, ganz viel Input gerade hinter. Und das ist genau das, was sie natürlich gerne wollen. Darum eine kleine Gruppe. Es ist noch nicht viel nach außen gedrungen davon. Aber das ist die Effektivität, die sie suchen. Das heißt, auch in Zukunft werden wir wohl bei größeren Star Citizen Patches erleben, dass erstmal diese Evocati eine Weile vorgeschickt werden, um das Ganze wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Und dann geht's weiter und die nächsten Einladungswellen kommen. Und da kommt jetzt natürlich als erstes mal die Frage, okay, ich möchte da gerne auch viel testen. Wie schaffe ich das denn? Wie komme ich da hin? Also dazu müsst ihr euch natürlich öfter einloggen als jetzt irgendwie ein, zwei Mal. Also ihr ladet den Patch runter und guckt da nur ein, zwei Mal rein. So läuft das nicht. Die wollen natürlich, dass ihr mehrfach reingeht und wirklich aktiv seid. Und dann habt ihr eine große Chance, ausgewählt zu werden. Genau. Also insbesondere, wenn dann zum Beispiel eine größere PTU-Einladung kommt, nicht nur reingucken, gucken, was ist alles neu, einmal abfilmen und dann wieder nach Hause gehen, sondern wirklich in den Patch wirklich arbeiten tatsächlich damit. Und damit habt ihr dann auch die Chance, beim nächsten Mal zum Beispiel zu dieser Evocati-Gruppe dazu berufen zu werden. Wer das nicht möchte, einfach zurücklehnen, abwarten und SCB Verse Report gucken. Da kriegt ihr zumindest die wenigsten Infos, bis es dann weitergeht. Ja, und da ist nämlich die Frage, wie geht's denn jetzt weiter von hier aus? Ja, also die Vermutung ist, vielleicht wird es nächste Woche soweit sein oder vielleicht auch schon diese Woche. Wir wissen es nicht, aber ja, wir werden es einfach sehen. Und bis dahin, ja, dann wird das NDA irgendwann aufgehoben und das Ganze geht dann in das reguläre PTU. So ist es. Das heißt, Sie haben gesagt, man könnte Ende dieser Woche vielleicht schon mit weiteren Einladungen rechnen. Kann aber auch sein, dass sich das noch ein bisschen weiter verschiebt. Das wissen wir eben an der Stelle noch nicht. Wenn neue Einladungswellen kommen, dann geht es um einen Stresstest. Das heißt, dann geht es darum, dass wirklich der Patch selber geprüft wird von vielen Leuten. Dann wird auch der NDA aufgehoben, wie du schon gesagt hast. Das heißt, dann können wir auch das endlich mal zeigen und filmen, was da wirklich so abgeht. Und ansonsten, wenn das dann abgeschlossen ist, dann läuft diese PTU-Phase. Dann weiß ich nicht, geht es vielleicht wieder mit A los und geht dann wieder bis G oder H-Patch. Wetten werden angenommen. Genau, geht es von da aus irgendwann in den Live-Release. Das ist jetzt der nächste Ablauf. So sieht es aktuell aus für 2.4. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare, was wir beantworten dürfen und können. Das werden wir natürlich gerne tun. Ja, aber ansonsten gab es letzte Woche auch noch so einiges Neues und damit gehen wir jetzt zu unseren Weekly-Updates. Ja, und da sind wir angekommen, direkt bei Around the Verse. Und was gab es da Neues? Also für alle, die sich vielleicht noch dran erinnern, es gab ja diese Shubin-Bewerbungen oder diesen Wettbewerb Create a Miner. Und wer da von euch mitgemacht hat, der hat vielleicht schon in seinem Mail-Postfach ein kleines Briefchen quasi bekommen mit einem 5-Dollar-Gutschein. Das wiederum war aber nur der kleine Trostpreis. Denn für diejenigen, die diese Bewerbung quasi oder dieses Ausschreibungsverfahren gewonnen haben,
Die bekommen eine Orion am Ende. Und das soll auch schon diese Woche entschieden werden. Ja, das heißt, bleibt aufmerksam, guckt eure Mails durch. Erstens nach diesem 5-Dollar-Gutschein, den ihr alle bekommt, wenn ihr da mitgemacht habt. Und natürlich, vielleicht seid ihr ja unter den glücklichen Gewinnern. Ich glaube, 5 Leute wollten sie aussuchen. Das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Leute kriegen dann eben eine Orion. Ja, von da aus ging es dann weiter, dass auch parallel zu 2.4, wo jetzt der volle Fokus drauf liegt, aber auch die Techniker weiterarbeiten, zum Beispiel am Itemsystem 2.0. Da werden wir euch noch mehr darüber verraten, wenn wir genau wissen, was der Umfang von diesem Itemsystem ist. Ich kann euch nur so viel sagen, dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass man viele einzelne Gegenstände und Assets im Spiel hat, die dann miteinander verknüpft werden. Das heißt, es beginnt mit Rüstungsteilen, die man einzeln aufsetzen kann, mit Waffen, die man ansetzen kann und eben auch mit Komponenten der Schiffe. Da wird gerade ganz viel dran gearbeitet und werden wir sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft, wenn man Chris Roberts glauben darf, in irgendeiner Weise da kennenlernen. Und insbesondere bei den Schiffen wird auch weitergearbeitet. Ja, ne? Da arbeiten sie vor allem an der Beleuchtung. Mhm. Vielleicht kriegen sie dann auch eine Erleuchtung. Entschuldigung, das war jetzt ein unpassender Kommentar. Ja, auf jeden Fall arbeiten sie an der Beleuchtung der Schiffe und die Constellation wird in diesem Zusammenhang den Anfang machen. Da bin ich auch mal gespannt. Mhm. Dann wird es vielleicht drinnen auch ein bisschen schummriger oder was auch immer sie da machen werden. Aber das wird auf jeden Fall ein spannender Teil. Weiter ging es dann da auch in Around the Verse mit Wonderful World of Star Citizen, wo sie ja irgendwie wirklich aus den Bäckerkreisen so ein bisschen ein paar Glanzlichter hervorheben. Und da wurden diesmal unsere Partner genannt, nämlich das Imperial News Network, Partner von SCB und dementsprechend auch von uns. Sehr, sehr coole Jungs, kann ich dazu sagen. Ja, noch und in dem Fall hatten sie eine Erleuchtung. Ja. Denn INN oder INN, die Jungs, die sind ja tatkräftig dabei, auch alle möglichen Star Citizen Inhalte zu verfolgen, Transkripte zu schreiben, Fanfiction zu machen, Videos, Tutorials. Also bei denen dürft ihr auch mal reinschauen. Ja. Und die auf jeden Fall unterstützen die Jungs, weil die unterstützen uns auch. Und also es ist super Zusammenarbeit. Echt cool, und es ist echt eine, tolle Arbeit, die da machen. Definitiv, also es ist natürlich alles englischsprachig, ne? Aber man findet dort wirklich nicht nur eben Zusammenfassungen auch von 10 for the Chairman oder 10 for the Developer und so weiter, diesen ganzen Formaten, sondern auch wirklich komplette Transkripte, das heißt alles so weit wie möglich abgehört, ist eine total gute Quelle, wenn man sich nochmal im Detail nochmal nachinformieren möchte. Abgesehen natürlich von Star Citizen Base an sich, aber im englischsprachigen Raum wirklich ein ganz, ganz toller Partner und sehr, sehr nett. Wir haben sie auch auf der CitizenCon kennengelernt. Echt coole Typen. Ja, das war auf jeden Fall Wonderful World of Star Citizen. Und dann gab es nochmal ein Fast Forward, was ich sehr, sehr gerne euch erklären möchte, denn da ging es darum, dass man in einer kleinen Videoaufnahme sieht, wie in Zukunft Wege, Türen und auch wirklich so Leitungssysteme sich verhalten werden. Das heißt, da zeigen sie zum Beispiel, was passiert, wenn ich mit einer Pistole auf eine Glaswand schieße, die in ins All herausgeht und dann wird alles rausgesogen und dann geht halt ein Shot runter, sieht total cool aus und wird in Zukunft dann im Persistent Universe und auch in Squadron 42 Anwendung finden. Das seht ihr da in Fast Forward, also schaltet mal rein, geht mal auf den Artikel von SCB, ist echt cool geworden. Ja, und von da aus gehen wir zu Reverse the Verse. Ja, und bei Reverse the Verse, da ging es auch um 2.4, klar. Aber zumindest haben sie jetzt in einem Punkt gesagt, woran sie auch arbeiten, was aber jetzt nicht unbedingt hohe Priorität haben wird. Das sind die Multiplayer-Hungers. Mhm. Multiplayer? Ja, eins von beidem. Steht schon. Genau. Also daran wird auf jeden Fall gearbeitet. Wie gesagt, keine hohe Prio, aber sobald 2.4 irgendwie raus ist und dann sauber läuft, dann soll das Ganze auch weiter in Arbeit sein. Genau, da soll es dann irgendwann auch zu uns so möglich sein, dass ihr euch gegenseitig eben im Hangar besuchen könnt und die Schiffe gegenseitig bewundern könnt und vielleicht einer Bar ein Bier trinken. Wie auch immer, das soll dann damit kommen und von da aus gehen wir auch direkt dann zu den Schiffsupdates. Mhm. Da gab es auch einiges Neues, also zum Beispiel zur Caterpillar. Die ist nämlich weiterhin im Whiteboxing, aber deutlich fortgeschritten im Whiteboxing. Da soll jetzt auch im Laufe dieser Woche eine Shipshape-Episode im Rahmen vom Around the Verse kommen, wo dann eben neue Bilder und neuer vielleicht Walkthrough zur Whitebox-Phase kommt und natürlich auch die entsprechenden Frachtmechaniken sozusagen erklärt und erläutert werden. Momentan arbeiten sie da an den bemannten Modulen und ich werde euch, sobald es mir möglich ist, ein Voice-Over dazu machen, damit ihr das auch dann wiederum nachverfolgen könnt. Aber das war noch nicht das einzige Schiff. Nein,
denn sie arbeiten auch fleißig an der Herald. Und jetzt Ohren gespitzt, liebe Leute, es kann sogar sein, da wurde nämlich ein bisschen vielleicht sich verplappert, dass sie früher als erwartet in den Hangar kommt. Ja, da sind wir sehr gespannt, ob es jetzt um 2.5 handelt oder innerhalb von 2.4 noch, kann man nicht sagen. Sie sind auf jeden Fall schon weitergekommen, als sie selber so erwartet hatten. Und das wird ein sehr, sehr spannender Punkt. Dann haben wir noch zwei Updates, die eigentlich keine sind. Und zwar geht's um die Schiffsvarianten. Da war die Frage, wie gibt es denn da was Neues zu? Nein, da gibt es aktuell nichts Neues zu. Die Schiffsvarianten sind nicht hoch in der Prioritätenliste. Erst geht es um die Basis und um alle Basisschiffe und dann werden die Varianten angepackt. Ja, und zu den großen Schiffen war es ähnlich. Ne? Genau, also bei den großen Schiffen auch erstmal nichts Neues. Das wird im Prinzip abhängig gemacht von den ganzen Ressourcen. Sie haben es jetzt so ein bisschen auf Ende des Jahres geschoben, haben gesagt, sobald die irgendwie Ende des Jahres verfügbar sind, dann werden sie auch da in Produktion gehen. Aber sie haben verraten, Anfang wird die Carrick machen. Genau, das heißt, die Carrick wird wohl das erste sein, was dann in die Engine kommt für alle Explorer darunter. Ist das sicherlich eine gute Nachricht. Weiter geht's nochmal mit den Short News, die es ja jetzt neu bei SCB gibt, wo immer so kleine Meldungen reingehen und da wollen wir euch auf jeden Fall auch was Wichtiges nochmal rausziehen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Drake Buccaneer, das ist der kleine sozusagen Jäger aus dem Hause Drake, der als Escort-Jäger funktionieren soll für zum Beispiel die Caterpillar oder die Cutlass, der wird bald in den Concept Sale kommen. $110 wird das Schiffchen kosten. Noch ist nicht so viel bekannt über die Buccaneer selbst. Wie sie aussehen wird, werden wir alles mit dem Konzept erfahren. Aber was sie in Reverse the Verse auch verraten haben, vermutlich noch nicht diese Woche, könnte aber sein, dass es nächste Woche passiert. Ja, also sind wir gespannt. Ja. Dann, was gab's noch? Videos, unsere Videos, ja, genau. Angefangen mit dem Monatsreport, den haben wir beide für euch aufbereitet. Also da könnt ihr reinschauen, auch nochmal ein paar Tipps und Infos sammeln, was denn vielleicht in 2.4 enthalten sein soll und was vielleicht noch nicht. Wir haben nichts verraten. Nein, haben wir wirklich nicht. Nein, wir haben tatsächlich es nur so aufbereitet, dass es ganz gut für euch anschaulich ist. Ne? Das zwischen ist auf jeden den Fall, Zeilen lesen. Ne? Genau, so ist es. Also für alle, die sich dafür interessieren, schaut nochmal in diesen Monatsreport. Ja, und dann haben wir auch mit etwas angefangen, was wir auf jeden Fall auch dank der neuen Kamera weitermachen wollen und euch in Zukunft ein bisschen mehr liefern wollen und das sind Vlogs. Ja, und das erste Vlog, das haben die drei Jungs gemacht für euch und haben unter anderem Dosa auf seiner Arbeit begleitet. Also schaut da auf jeden Fall rein, da gibt es tolle Infos und wieder eine lustige Spaßrunde mit euch dreien. Definitiv, ja, so auf jeden Fall. Ja, die neue Kamera führen wir denen entsprechend aus, also danke an die Patreons, die uns das ermöglicht haben, auf jeden Fall. Und dadurch werden wir jetzt auch in der Lage sein, ein paar Vlogs zu drehen. Alleine schon der Akku ist schon eine Sache, wo man sagt, der hält jetzt mal zwei Stunden durch. Ja, und nicht nur 20 Minuten. Und es wird nicht zwischendurch unscharf. So. Ja, genau, also das ist schon echt groß und viel wert. Das heißt, ein paar Vlogs werden auch weiterkommen. Und schaut mal da rein in das erste und schreibt uns, wie euch das gefallen hat. Ja, und davon gehen wir jetzt auch direkt zur Interaction. Apropos. Genau, Interaction. Und da seid ihr wieder gefragt. Und wir hoffen, dass ihr wieder fleißig mit abstimmt und uns unterstützt. Und wir haben uns die Frage gestellt, welche Schiffe wollt ihr denn eigentlich als nächstes sehen? Oder im Hangar sehen oder im Spiel überhaupt sehen? Und ein paar sind ja in der Pipeline, ne? Ja, ein paar sind in der Pipeline, das stimmt. Aber zum Beispiel, wie wäre es mit der Caterpillar oder der Herald oder der Carrick? Ja, genau. Geht auf unser Google-Plus-Profil, da könnt ihr wie immer abstimmen. Wir setzen euch da 5 Vorschläge rein an Schiffen, die jetzt wirklich so als nächstes kommen könnten und wollen mal wissen, was interessiert euch davon am meisten. Von daher würden wir uns über euer Voting sehr, sehr freuen. Und von da aus würde ich sagen, haben wir es geschafft. Der SCB-Verse Report ist durch für diese Woche. Wir sind alle sehr gespannt und warten auf 2.4 mit euch zusammen. Und bis dahin, schaut euch unsere Videos durch, besucht mal SCB, lasst den Jungs aus der Redaktion da einen netten Kommentar da, abonniert unseren Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt und liked und disliked die Episode. Habe ich noch was vergessen? Nein. Nein. Doch. Verabschiedung. Die Patreons haben wir erwähnt. So ist es, genau. Da könnt ihr uns, wie gesagt, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, da könnt ihr euch verewigen und uns damit auch weiterhelfen. In diesem Sinne, wir beide verabschieden uns für diese Woche und wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start nach den Feiertagen und Cecilia und Sawyer sagen zusammen wieder mal See you on the flight deck!